Herzlich willkommen von WOMADventure. Ja, diesmal fahren wir von Jalalabad zum Koldomo Pass hoch. Zumindest wollten wir den überfahren oder hochfahren. Und dann passiert eben das Unglück. Eine Schlammlawine oder mehrere hat uns den Weg versperrt und wir kommen erstmal nicht weiter. Ja, mitten im Regen und im Sturm erreiche ich dann noch den letzten Stellplatz vor dieser Unglücksstelle, wo fast ein Buchanka ja in diese Schlammlawine hineingeraten ist. Und ja, davon berichte ich euch. Also, auf geht's! Wir sind außerhalb und fahren jetzt auf dem Berghof, auf dem Pass. Zuerst mal da in die Schlucht. Wow! Ist das schön hier. Die Teerstraße hat aufgehört. Wir sind wieder ein bisschen Offroad unterwegs. Ich weiß nicht wie lange. Wir müssen auf jeden Fall über einen Pass. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen, aber wieder ein bisschen Teer, wenn auch kaputt. Dann hoffen wir, dass es fester Boden bleibt und nicht Schlamm wird. Ein Buchanka überholt uns. Auch ein Camper. Noch 4 Kilometer bis zum Ziel und ein Gewitter hat angefangen, leicht gehagelt sogar. Ja, mal schauen, wenn es so bleibt, ist okay die Straße, aber wenn dann Schlamm kommt, dann ist es nicht okay. Tja, so sieht's aus. Aber der Boden ist nicht glitschig hier. Das ist mehr Teer, gell? Schiefer. Das ist im Moment unsere Sicht. Die Scheiben sind angeschlagen, sie werden langsam frei. Noch 3 Kilometer. Also langsam mal im Fluss, oder? Ja, man sieht fast nichts mehr von der Straße, aber sie ist zum Glück fest, Gestein und nicht Schlamm, hart. Von daher auch fahrbar, nicht gefährlich, nicht rutschig. Es regnet Vollgas, was auch geht. Ich hoffe, die Straße bleibt so. Noch 2 Kilometer, dann sollten wir unseren Übernachtungsplatz erreichen und die anderen treffen. Also ist leichter Hagel noch. Ja, jetzt sieht man echt nichts mehr hin. Also ich habe ja Sturzbäche da. Ich habe ja noch Gepäck von ein paar Fahrradfahrern mitgenommen, ganz viel. Und die brauchen auch ihr Zelt. Das ist eine richtige Verschiebung da links. Das ist das Gute. Boah, da ist ein richtiger Fluss. Jetzt hagelt es auch noch. Wenn man nichts mehr. Scheiße. Gott, ey. Also, die brauchen ihr Gepäck. Ihr seht, wir sind da voll im Sturm. Und wir haben leider kein Internet, können nicht mal miteinander kommunizieren. Aber solange die Straße hier fest ist, sehe ich da kein Problem. Es geht zwar runter. Ja, wir fahren fast in einen Fluss da. Also auch das ist ein Loch, wenn wir den haben.
haben, wo der Untergrund ist, ja, weil so sehen tut man es nicht mehr. Ja, wir brauchen bald einen Traktor da, jetzt geht's da hoch. Jetzt hau ich mal lieber die Sperren rein. Ja, der Boden ist zum Glück fest. Ja, es sind Steine drin. Ja, gleich anschließend sind wir dann angekommen auf unserem Übernachtungsplatz und es stellt sich nur wenig später heraus, dass es gut war, dass wir nicht mehr weitergefahren sind. Denn dann kam die Schlammlawine an mehreren Stellen, das ist nicht die einzige. Die ganze Straße war nachher einfach zerstört worden durch den vielen Regen. Jetzt hat der Buschanka da drüben aber Glück gehabt, weil da kommt eine Schlammlawine. Vollgas runter über die Straße. Und ich glaube, vielleicht schwemmt die gleich noch weg. Wir stehen sicher hier oben. Aber der wollte unbedingt noch hoch. Der hat mich um einen Schirm gebeten. Und jetzt merkt er, jetzt hat er verdammt Schwein gehabt. Weiter oben ist. Sind die zu Fuß mit meinem Schirm da oben? Die können jetzt nicht mehr zurück, weil da ist eine richtige Wasserschlammlawine. Wahnsinn. Ja, anhalten, nicht mehr weiterfahren. Viel zu gefährlich. Also da ist eigentlich die Straße darunter, jetzt nur noch Schlammlawine. Krass. Die Schlammlawine ist auf dem Rückzug. Das ist auch sehr sinnvoll. Also das ist eigentlich unsere Straße da drüben, da müssten wir hoch, aber es sieht schlecht aus. Morgen müssen wir das genau anschauen, aber da ist ein Sturzbach, kann man sagen, über die Straße und der Buschanka war knapp davor. Also es war verdammt knapp, ich habe jetzt gerade mit Ihnen geredet, Sie sind jetzt hier hinten hingefahren, da hinten stehen Sie und um ein Haar, ja, würde es Sie nicht mehr geben, das war verdammt knapp, muss ich sagen. Das ist eine ganze Gruppe. Ich habe jetzt zugewunken, dass sie nicht weiterfahren, weil die Straße ist nicht passierbar. Ja, die Leute wissen es noch nicht. Jetzt will ein Einheimischer hochfahren. Ich habe gewunken. Ich hoffe, er hat mich gesehen. Da kann er nicht durch. Unmöglich. Ja, er hat es jetzt gemerkt. Aber jetzt ist er, glaube ich, stecken geblieben. Hat nur Heckantrieb. Da tobt der Schlamm. Wie schnell das geht bei Regen, das unterschätzt man doch. Das geht in den Sekunden und dann ein reißender Fluss. Und der ist stecken geblieben. Jetzt gucke ich mal, ob ich helfen kann. Der gute Mann mit seinen zwei Pferden hat sich jetzt auch noch festgefahren in diesem Steinschlamm. Also hier ist alles Schlamm, wenn man da reinsteht, man säuft gerade ab und er ist dummerweise da hochgefahren. Das ist unsere Straße, die wir eigentlich passieren sollten. Aber hier ist richtig Schlamm runtergekommen. Und jetzt da vorne schaue ich, ob man da durchkommt. Dem habe ich meinen Schirm gegeben. Jetzt bin ich an der Stelle. Der Buschanka stand etwa genau hier, wo ich jetzt auch stehe. Und da ist der ganze Schlamm runtergekommen. Immer noch ein bisschen. Und dann ist er da, die Straße runter. Das ist alles Schlamm, alles neu. Ja. Wir können hier morgen vermutlich nicht durch. Also die Straße hat sich in eine Schlammsteinwüste verwandelt.
hier und der sitzt fest. Pferde abladen will er aber auch noch nicht. Da wäre er leichter, dann käme er auch wieder raus. Also ich habe es versucht, aber ich bin auch voll im Schlamm eingesackt. Der Mann mit den Pferden hat sich wieder freigefahren, Gott sei Dank. Bye bye. Bye bye. Mal schauen, ob die Brücke morgen noch steht, wo ich jetzt draufstehe. Der ist auch wieder frei. Der Pegel des Flusses steigt immer höher. Ich hoffe, wir sind auf unserer Anhöhe sicher. Also gut möglich, dass das zusammenfällt. Mal schauen. Hat aufgehört zu regnen. Jetzt ist Lagebesprechung. Ein ganzes Bushanka-Team ist da. Ja, können ja dann alle morgen helfen, die Straße zu räumen. Aber nicht einfach. Holländische Truppe hier, die wollten eigentlich 80 Kilometer weiterfahren in die nächste Stadt über den Pass. Jetzt aber müssen sie hier campen und keiner weiß wie lange. Das Wetter hat sich jetzt wieder beruhigt, Gott sei Dank. Und hier sind auch die DVJs gestrandet. Das sind Holländer, die mit den russischen Buchankas hier eine Tour machen, ziemlich cool. Aber sie können auch nicht weiter und müssen jetzt hier irgendwie ihr Lager aufschlagen. Das heißt, ich glaube, die sehen es ganz entspannt. Die haben nämlich jetzt auch kein Essen mehr, aber lassen sich irgendwie von den Einheimischen versorgen. Alle voll jung. Ja, machen jetzt hier Lagerfeuerparty. Das ist also jetzt die Straße nach dem Stein-Schlammrutsch. Das wird nichts mehr werden, denke ich. Ja, und hier sind die Wassermassen runtergekommen und haben aus der Straße dieses Loch rausgegraben. Von der anderen Seite sieht es irgendwie noch spektakulärer aus. Jetzt versucht doch einer tatsächlich da durchzukommen. Ich denke nicht, dass er das schaffen kann. Vor allem ist es nicht die einzige Stelle, es gibt noch viel mehr. So, und das ist 200 Meter weiter oben. Hier ist die Straße komplett weg. Eine Schlucht hat sich aufgetan aus diesem Tal. Krass. Ja, interessanterweise war da wohl unten drunter eine Betonbefestigung, aber das hat nicht gehalten. Ja, ihre zwei Fahrzeuge hat die DVJ-Gruppe hier abgestellt. Die sind zwar noch durch die ersten Abschwemmungen durchgekommen, aber hier nicht mehr. Hier ist ihnen die Straße vor die Nase gerutscht. Sie können weder vor noch zurück. Das heißt, die Fahrzeuge müssen jetzt einmal erstmal stehen bleiben. Und die Jugendlichen feiern unten einfach weiter. Auf meiner Abendwanderung komme ich noch an weiteren Erdrutschen hier vorbei. Und unter mir der Fluss, der jetzt nicht mehr ganz so reißend ist, wie er denn heute Nachmittag noch war. Tja, und nun auch hier ist die Straße komplett weg. Die gibt es überhaupt nicht mehr hier. Da hat das ganze Tal sich nach unten verewigt. Und da liegen so die Reste des Absturzes. Alles weg. Kiki, da bleibt. Sprich, hier geht es jetzt nur noch zu Fuß weiter, was hier die Einheimischen auch tun. Ja, liebe Nachreisende, das kann noch dauern, bis das hier wieder saniert ist. Ich glaube, dieser Pass ist für längere Zeit erstmal außer Gefecht gesetzt und wir müssen definitiv wieder zurück. Morgen, wir hoffen, die Straße auf dem Rückweg ist weiter so gut befahrbar, wie sie noch einigermaßen war. Also hier hat sich mittlerweile ein großes Camp angesammelt an Menschen, die nicht weiterkommen. Neuer Morgen! Gestern Abend kam noch ein Bulldozer und hat die erste Passage, wo der Bushanka fast umgekommen wäre, geräumt. Das geht jetzt gut, aber es gibt noch mehr Stellen und diese Stelle ist die schlimmste. Das hier ist unser Problem. Da ging es mal durch.
alles weggeschwemmt. Darüber müssen wir. Und das dauert. Ja, und da drüben sind die Einheimischen, die wollen natürlich auch durch. Und sehr gefährlich. Es geht da steil runter. Ein Pferd müsste man haben, die gehen hier noch ganz easy durch, während hier an dem großen Abbruch heute Morgen Motorradfahrer versuchen durchzukommen. Ich bin jetzt schnell rüber geklettert, habe diese Frau die schwere 20 Kilo Tasche rüber über den Fluss getragen, weil das ist lebensgefährlich. Da kam dieser Reiter, der Junge, dem habe ich gesagt, ob er nicht die Tasche nehmen kann. Ja, und er nimmt sie nur mit Zeichensprache, weil das ist echt eine Zumutung. Sogar ich, mir war die zu schwer irgendwann. Die Frau wollte sie ganz runtertragen. So, jetzt hat sie eine Erlösung. Gestern Nacht kam der Bulldozer, jetzt kommt ein Bagger. Ja, riesig ist er nicht. Und die ersten zwei, drei Passierstellen sind erledigt. Aber jetzt kommt die große Schlucht, die ich heute besichtigt habe. Möglicherweise machen die da einfach eine provisorische Straße unten rum. Da muss man runterfahren, wieder hoch. Mal schauen, was sie da hinstellen. Also wir warten jetzt noch mal einen Tag. Ich habe jetzt mal schnell meine Drohne ausgepackt und bin da hingeflogen. Etwa, was ist das, 1-2 Kilometer. Und tatsächlich, die sind schon am Werken. Der Bagger ist schon runtergefahren, holt jetzt da offenbar die Wasserröhren, stellt die wieder hin und dann direkt drüber und dann ist der Abschnitt bereits schon fertig. Das ist doch toll. Also die Jungs geben Gas und großes Kompliment an sie. Zwei Nächte haben wir gewartet. Jetzt heute Morgen die ganzen Bushankas da, das ganze Zeltlager. Morgens um 5 sind die los hochgefahren. Ich denke, ich gehe mal davon aus, dass sie durchgekommen sind. Und wir fahren jetzt auch los und hoffen, dass alle Stellen jetzt fertig repariert sind. Ein Ast vielleicht noch im Weg, das sehen wir dann. Ja, mal schauen, es wird spannend. Also wir fahren jetzt los, aber alleine die anderen denken, vielleicht ist es noch gesperrt. Aber die Bohankas kamen nicht zurück, vielleicht warten die alle, ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt los und ich denke, die werden heute schon noch fertig machen, wenn gesperrt ist. Wir werden sehen, aber es könnte sein, dass ein Regen kommt. Und Platzregen wäre schlecht, weil das ist alles nur provisorisch. Das ist etwa das vierte Hindernis, das sie repariert haben. Eines der größeren, diese Schlucht, wo ich der Frau geholfen habe, die Tasche zu tragen. Sehr schmaler Damm. Sack gehalten, aber ist schon ein mulmiges Gefühl für mich. Und da ein Riesenloch. Boah, da hängt voll im Matschloch da. Aber es geht durch, der Untergrund ist echt fest genug, Gott sei Dank! Yippie! Und da hinten käme schon wieder der Regen wahrscheinlich, also wir müssen schauen, dass wir über diesen Pass kommen. Ja, so sieht das jetzt auf diesem Damm aus, das ist die Fahrspur. Spannend, jetzt noch etwa 3 Kilometer, dann kommt die letzte Stelle, wo sie gestern am Arbeiten waren und vielleicht sind sie da noch nicht fertig, gut möglich, weil es kommt kein Gegenverkehr, aber vielleicht brauchen sie auch Diesel, ich habe genügend dabei, mal schauen. Das ist die Idylle auf dieser Strecke. Ja, da kommt die nächste Stelle, die repariert wurde.
sind wir durch. Ja, die stehen alle noch. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem liegt. Mal schauen. So, jetzt bin ich in der Pole Position, ganz vorne. Links von mir die Schlucht. Also das dauert noch ein Weilchen. Der hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Wahnsinn. Ja, da unten ist die Röhre, die da wahrscheinlich mal irgendwo in diesem Flussbett war. Und das ist Abbruchstelle Nummer 5, die wir natürlich von uns aus gar nicht erlaufen haben. Da geht es auch voll runter. Und hier ist jetzt der Bagger immer noch am Tun. So, wir haben uns auch brav eingestellt in der Reihe, haben dem Baggerfahrer gesagt, wir hätten Diesel im Notfall. Und jetzt warten einfach. Während dem Schichtwechsel kann man schnell auf die andere Seite rüberlaufen. Die müssen jetzt hier noch weiter vorne, also zu mir, weiter packen. Das alles muss noch weg. Dann genau an dieser Stelle, wenn es hier breit genug ist, hier machen sie den Übergang. Der ganze Hügel da, wo die Menschen sitzen, der muss auch noch runter. Ja. Dauert noch ein bisschen und dann kann man wieder fahren. Der Hang hält jetzt natürlich nicht, da kommt Alpott wieder. Voll eine Lawine runter. So wie hier die Däninnen begutachtet werden von den Einheimischen, so begutachten wir die Einheimischen. Flussüberquerung ist geschafft, jetzt ist sie bereits schon auf der anderen Seite. Gibt noch eine enge Stelle da, wo jetzt den Dreck reinschüttet und dann geht es irgendwann los. Die Frage ist, wer fährt zuerst? Oben oder unten? Das letzte Loch wird noch zugemacht. Hier diese Engstelle. Dann noch ein bisschen planieren und dann geht's los. Es staut sich an. Es staut sich an. Hier ist echt was los. Der Erste kann nicht warten. Da oben sind sie auch schon drunter gefahren, jetzt gibt es ein Problem. Es geht los, die oben dürfen zuerst. Mal schauen, etwa 20 Autos. Die stehen Helden des Tages, gell? Jawohl, die Baggerfahrer sind die Helden. Jetzt geht los, da ist einer. Links. Thank you very much. Good job. Bye. Sehr uneben noch, aber wenn wir natürlich genug Bodenfreiheit haben, so wie das bei uns der Fall ist, ist es einfach. Die kleinen PKWs, die haben hier noch Probleme. Aber was will man? Man kommt überhaupt auf die andere Seite. Auch hier der Hang komplett abgegraben, damit es eine Fahrspur gibt wieder. Boah, was sind wir froh, hey. Wir sind drüber! Ja, das ist halb zwei war eine Eröffnung. Ja. Baustelleneröffnung. Fehlte ja. Nur noch das rote Band. Genau.
Ja, der hätte einer durchschneiden müssen, genau. Die Route, den Pass jedenfalls, bleibt spannend hier. Da gab es noch mehr, was mal runterging. Ein Fels. Ja, jetzt geht es über den Fels. Felsen klettern. Engstelle! Ist voll und er spült rechts. Ja, da müssen wir schnell durch. Also diese Passstraße hat es echt in sich. Das ist Klettern. Offroad pur. Da kommen sie, die Buchanka-Truppe. Sie haben auch angehalten, weil einer offenbar Öl verliert. Ganz weit hinten kommt der Benny Goes Overland. Ich muss hier sicher 15 Minuten warten, habe ein bisschen Stoff gegeben. Und ja, aber super Aussicht hier. Da ziehen sie von dannen, während ich auf die anderen warte. Es sieht bergig aus, es geht bis auf 3000 Meter, über 1000 Höhenmeter hoch. Das Schöne an Kirgisistan, dass es im Gebirge grün ist. Sieht doch viel besser aus. Schräg, Kurve. Und die Beifahrerin hat immer wieder dieses tolle Gefühl des Abgrundes. Jetzt fahren wir schon über eine Stunde hoch. Und es gibt kein Ende. Also nur die Blümchen verschönern hier diesen Abgrund. Richtige Gebirgsstraße. Also Straße. Und wieder Fahrradfahrer. Aha, noch ein Overlander, hä? Ein Deutscher. Das, wenn man zwischendurch was essen muss. Jetzt noch Gegenverkehr, Kühe, aber es ist zum Glück breit. Rechts oder links, entscheide dich. Dem Gipfel. Ein Kampf.
50. Das ist das es. Geht noch so weit hoch, ey, Wahnsinn. Da kommt der Franzose und auch der andere Christian mit dem NOE. Da sind wir alles hoch. Das sei der Pass, aber er ist es nicht. Es geht noch weiter. Ah, oh nein, da. Nee, das ist der Pass. Oh ja. Jetzt geht's runter. Gut. Es geht doch runter, nicht da hoch. Nach einer kurzen Pause auf dem Pass oben geht's jetzt runter zum Schlafplatz, 16 Kilometer. Auf der Suche nach einem Schlafplatz sind wir in dieser Idylle hier gelandet. Ja, da reiten schon die Zweijährigen und üben Eselreiten. Gott, wie süß. Oh, jetzt geht's schneller, jetzt geht's nämlich zu dritt. Und, wie war's? Anstrengender Fahrtag. 50 Kilometer. 50 Kilometer plus 3 Stunden Wartezeit gibt Fahrtag von 8 Stunden. Genau, aber wir sind drüber. Wir sind drüber. Über den Pass, haben 300 Kilometer gespart. Genau, stimmt, super Leistung. Was will man mehr? Genau, zum Wohl. Hier machen wir einen Schnitt. Leider schon vorbei. Danke, wart ihr dabei. Danke für den Daumen hoch, für die Weiterempfehlung, für ein Abo. Und ja, wir sehen uns ja bald wieder. Also dann und tschüss.